Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir uns sozusagen mit zwei Ebenen befassen müssen. Der eine Punkt ist, dass wir uns auf der Schwelle von analogen Massenmedien zu digitalen Netzkulturen befinden und was den europäischen Diskurs betrifft, die nationalen Öffentlichkeiten immer noch sehr stark dominieren. Wir können ja überhaupt froh sein, dass das Europathema in den nationalen Öffentlichkeiten stärker als früher verhandelt wird. Das war auch über Jahre hinweg quasi ein Ignorantenfeld. Heute verändert sich das und man sieht sozusagen Ansätze einer europäischen Blogosphäre. Die hat allerdings eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Erstens die vielen Sprachen. Zweitens die Vernetzung von Akteuren über die Sprach- und kulturellen Grenzen hinweg. Und drittens, es ist faktisch so, dass das ganze Europa-Projekt selber ein Expertenprojekt ist, was top-down gedacht wird. Also das heißt, es wird kontrolliert durch Experten, durch Lobbyisten, durch Politiken und ist zu wenig bottom-up organisiert. Das heißt, von der Bürgerschaft, von einer europäischen Bürgerschaft her. Und das ist möglicherweise einer der Gründe, der sowas wie eine europäische Blogosphäre behindert. Ich glaube aber, man muss den Kopf nicht in den Sand stecken. Das wird schon. Man muss andere Techniken entwickeln, variabler werden, vielsprachiger werden und auch sozusagen selber sich entgrenzen. Das heißt, aus den eigenen Kontexten heraustreten, andere Partner gewinnen, um eben Blogs sozusagen über die Sprachen und Kulturen hinweg zu organisieren. Erstens haben wir ein Peer-Netzwerk gegründet von jungen Europäern, die sich europäisch verstehen. Das sind quasi Protagonisten der Generation Erasmus, die in Deutschland werben für das Projekt Europa. Der zweite Punkt ist, wir haben ein europäisches Bildungsnetzwerk für politische Bildung ins Leben gerufen, das Networking European Citizenship Education. Da geht es darum, Partner, NGOs, Uni-Lehrstühle, Aktivisten, aber eben auch solche Institutionen wie die Bundeszentrale für politische Bildung zusammenzuschrauben und europäische Themen bzw. transnationale Themen in den europäischen Politiken und Kontexten zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Und der dritte Punkt ist ein Internetprojekt, ein sehr hochkarätiges, was wir seit vielen Jahren auf dem Platz haben, nämlich Eurotopics.net. Eurotopics.net ist, wenn man so will, eine wochentägliche Presseschau in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, und beobachtet die europäische Diskussion in den jeweiligen Öffentlichkeiten, Teilöffentlichkeiten, mit dem Ziel, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen und zu befördern. Das ist, wenn man so will, ein bisschen eine Kopfgeburt, aber wir liegen da voll im Trend. Es geht in die Richtung. Ron Patz' Ausführungen haben gezeigt, dass sozusagen Grassroot-Bewegungen entstehen, Blogger auf den Platz kommen, selbst sozusagen akkreditiert werden im Kontext von europäischer Kommunikation. Und ich glaube, da können wir in der politischen Bildung jedenfalls durchaus unseren Beitrag dazu leisten.